Hallo, mein Name ist Luca Ferrari von Elektro der Futura und in diesem Video präsentiere ich euch das Elektro-Lastenrad eDonkey City. Und in dem Video präsentiere ich die einzelnen Features von dem Fahrrad und mache später noch eine Probefahrt. Und wir von Elektro der Futura sind immer auf der Suche nach neuen Elektromobilitätslösungen, weil wir daran glauben, dass jede Fahrt, wo man aufs Auto verzichtet, da tut man etwas aktiv für das Klima. Und deswegen ist eigentlich auch dieses Elektro-Lastenrad so interessant. Das kostet 2241 Euro im Shop von Elektro der Futura. Aber der Staat fördert zurzeit sehr stark Elektro-Lastenräder, auch für das Gewerbe oder für auch Landkreise oder Städte oder einzelne Länder. Das bedeutet, bis zu 50% der Anschaffungssumme wird hier gefördert. Es kommt darauf an, wo man wohnt. Und das bedeutet, man könnte dieses Elektro-Lastenrad im besten Fall vielleicht für 1100 Euro bekommen. Die Fördermöglichkeiten sind unten in der Beschreibung in dem Link drin. Die haben wir uns die Mühe gemacht, um die mal alle zusammenzusuchen. Und jetzt erzähle ich euch was zu den einzelnen Features zu diesem Produkt. Ich denke hier, was Besonderes ist, wir haben hier eine 36 Volt 10,4 Ampere LG Lithium-Akku, der herausnehmbar ist. Damit hat man bis zu 60 Kilometer Unterstützung. Wir haben einen 36 Volt 250 Watt Motor von einer sehr guten bekannten Marke. Und das bedeutet, der Motor bringt dann zuverlässig auch steilste Berge hoch. Und jetzt hier das Vorderrad, was denke ich da sehr interessant ist, ist die Übersetzung. Wenn man hier lenkt, lenkt man vorne mit. Diesen Typ von Elektrolastenrädern sieht man ja immer öfters. Oft ist der ausverkauft bei vielen anderen, aber wir haben jetzt halt noch verfügbar bei uns im Shop. Wir haben ein elektronisches Licht vorne, noch ein Reflektorlicht. Und wenn ich hier die einzelnen Details mal zeigen kann, wir haben hier einmal eine Scheibenbremse vorne. Dann haben wir natürlich, was sehr, sehr wichtig ist, haben wir einen massiven Korb hier. Und wir haben dann in dem Korb können zwei Kinder Platz haben. Wir haben auch noch bei uns im Shop, kann man auch die Sitzpolster kaufen und ein paar Extras. Aber man muss ja nicht nur Kinder transportieren. Man kann auch einfach damit seinen Wocheneinkauf machen oder man kann einfach von A nach B fahren. Man kann zum Badesee fahren. Man kann sein Boot, wenn es zusammengesetzt, also es noch nicht aufgeblasen ist, einfach mit transportieren. Dann haben wir hier eine Revo Shift Shimano Gangschaltung mit 7 Gängen. Wir haben eine sehr, sehr große und laute Klingel. Und wie man sieht, hier wird sehr auf die Details geachtet, wie es hier verarbeitet ist, zum Beispiel die Griffe. Wir haben eine ProMax Bremse. Die Bremse hat vorne Scheibenbremsen und hinten Scheibenbremsen. Wir haben einen sehr, sehr bequemen Sitz, wie man sehen kann, der natürlich höhenverstellbar ist. Wir haben den jetzt hier ganz weit unten. Ich bin, wie ich schon oft sage, immer so fast 1,90 groß. Und man kann den Sattel natürlich noch problemlos höher machen, als auch für große Personen geeignet, aber auch für kleine Personen geeignet. Wir haben ein LCD-Display, wo alle wichtigen Informationen drauf sind. Vor allem Geschwindigkeit, wie viele Kilometer man gefahren ist und die einzelnen Unterstützungsstufen, die man dort haben kann. So, um jetzt zu testen, wie gut der Motor ist, fahren wir einen steilen Berg hoch, der ca. 15 Grad Steigung hat, also richtig steil. Und ich habe unser E-Rock Lastenrad auch noch beladen mit ca. 30 Kilo. Und zwar hier mit so einem riesigen Batteriepack mit 60 Volt und 20 Ampere. Und wie man hier sehen kann, steht das Fahrrad sehr gut auf dem Doppelständer. Und dann mache ich jetzt mal die Probefahrt und fahre diesen steilen Berg hoch. So, jetzt fahre ich mit 13 km/h. 15 km/h, 20 km/h. Ich glaube, so ist alles gesagt. Falls es noch Fragen gibt, einfach könnt ihr uns bei YouTube einfach eine Frage stellen, uns anrufen. Wie gesagt, guckt einfach mal im Shop von Elektro oder Futura. Der Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Auch der Link für die Förderung. Ich denke, das ist sehr, 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 sehr interessante Sache. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Dann vielen Dank. Tschüss. Möchtest du keines unserer neuesten Videos verpassen über E-Bikes und Lastenräder, die wir in regelmäßigen Abständen posten, dann abonniere jetzt unseren E-Rock YouTube-Kanal.
Noch mehr Fotos, Videos und die besten Preise findest du auf i-rock.de.